Urlaub und Gesundheit gehören zusammen und Sie kennen seit einiger Zeit im Programm Kaspar auf Visite. Vor kurzem war er noch auf der ITB, jetzt ist er zu Gast in Ihrem nächsten vielleicht auch Gesundheitsurlaub. Er stellt uns die Welt der Gesundheit vor und das an ganz unterschiedlichen Orten und das wollen wir jetzt gerne Ihnen zeigen. Kaspar auf Visite ist vor Ort und wird uns viel über Gesundheit erzählen. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus München, Björn, und jetzt an dieser Stelle bist du dran und stell uns mal vor, wo du bist und was es zu besonderen in den Informationen gibt im Thema Gesundheit. Hallo lieber Dirk, hallo liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, liebe Grüße aus Ludwigsburg. Kaspar auf Visite hat sich wieder auf den Weg begeben, um nach den Gesundheitsexperten zu schauen, nach Themen, die auch die Zuschauer bewegt. Und ich bin jetzt in Ludwigsburg, denn wir möchten nicht nur, dass Sie den schönsten Urlaub haben, wir möchten auch, dass Sie gesund sind, liebe Zuschauer. Wir sind jetzt in der NC-Klinik in Ludwigsburg und neben mir der ärztliche Leiter dieser Klinik, der Herr Dr. Kafritzas. Was machen Sie genau hier an der NC-Klinik in Ludwigsburg? Was sind Ihre Schwerpunkte? Wir sind eine neurochirurgische Klinik mit Schwerpunkt spezielle Schmerztherapie. Das heißt, wir befassen uns einerseits mit dem neurochirurgischen Operationsspektrum, Rückenmark, Wirbelsäulenoperationen, Operationen an den Nerven, Karpaltunnelsyndrome, wie man es kennt, wenn die Hände einschlafen. Aber der andere Schwerpunkt liegt eben in der speziellen Schmerztherapie. Und da fahren wir ein Stufenkonzept, versuchen immer möglichst schrittweise von den kleinsten minimalinvasiven Maßnahmen oder auch nicht-invasiven Maßnahmen dann stufenweise das Konzept hochzufahren, soweit wie es eben nötig ist, um dem Patienten zu helfen, mit seinem Schmerz zurechtzukommen, den Schmerz zu beseitigen, wenn es geht. Ein großes Thema ist das Thema Schmerztherapie. Und Schmerztherapie ist auch in aller Munde. Man hört immer wieder Schmerztherapie. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Schmerztherapie und wie behandeln Sie hier? Also die Schmerztherapie wird definiert als ein chronischer Schmerz, der eben nicht nur für ein paar Tage, ein paar Wochen vorhanden ist, sondern sich über Wochen und Monate zieht. Teilweise verselbstständigt sich dieses Schmerzbild dann auch und ist entkoppelt von der Ursache, zum Beispiel ein Bandscheibenschaden, der dann eigentlich abgeheilt ist, aber bei manchen Patienten eben der Schmerz weiter verbleibt. Und unsere Aufgabe hier ist es, rauszufinden, die Mechanismen beim jeweiligen Patienten, was hat er, korrelieren diese Befunde, die man erhebt, auch mit den Beschwerden und kann man ihnen mit einem bestimmten Konzept helfen. Und meistens reicht es da nicht nur mit einer Sache zu behandeln, sondern man muss von vielen Seiten eben multimodal, wie wir es auch nennen, dann therapieren. Jetzt bin ich in die Klinik rein und im Wartebereich hängt die ganze Wand voll Auszeichnungen, Zertifikate. Und Sie haben mir auch vorhin gezeigt im OP, Sie legen sehr viel Wert auf Hygiene hier und auf Zertifikate und auf Auszeichnungen. Erzählen Sie uns da noch mal ein bisschen, wie wichtig ist das für Ihre Klinik? Für unsere Klinik ist Qualität enorm wichtig. Eine kleine Privatklinik wie unsere, jetzt auch in der zweiten Generation geführt, kann auch nur so bestehen bleiben. Und wir möchten unsere Patienten nur so behandeln, wie wir uns auch behandeln lassen möchten. Und dafür haben wir eben höchste Qualitätsnormen, sind nach DIN ISO 15224 zertifiziert, 2013 damals sogar bundesweit die erste Klinik, die das bekommen hat, waren aber auch davor schon zertifiziert. Wir sind zum Beispiel auch in der Fokus-Ärzte-Liste vertreten seit 2017 als Empfehlung in unseren Fachgebieten und haben regelmäßig Fortbildungen in allen möglichen Bereichen, wo wir versuchen, die Standards immer up-to-date zu halten und einfach moderne, saubere Medizin zu machen. Jetzt ein Tipp für den Sonnenklar-TV-Zuschauer, der demnächst in Urlaub fährt, der aber auch Probleme jetzt hat mit seinem Rücken. Rücken ist ja ein Volksthema Nummer eins. Was sollte er machen? Haben Sie einen Tipp? Und man hört ja immer wieder jetzt, man braucht extrem lange Wartezeiten bei einem Facharzt. Ist das hier in Ludwigsburg auch so bei Ihnen? Also in unserer Klinik ist das ein bisschen eine spezielle Situation. Wir sind sehr breit und groß aufgestellt. Bei uns kriegt der Akutpatient in der Regel am selben oder am nächsten Tag bei einem unserer Ärzte einen Termin. Da wird dann auch gleich die Basisdiagnostik gemacht. Also wenn es dann Bildgebung zu fahren wird, sei es auch eine Tomografie erfolgt, die dann am selben Tag. Wir machen Nervenmessungen, wenn Patienten zum Beispiel mit Bandscheibenproblemen und Ausstrahlungen in den Beinen kommen oder Ausfällen sogar. Und versuchen dann da möglichst zeitnah auch zu helfen und das Konzept dann aufzustellen, in der Regel am selben Tag dann. Toll. Und es ist hier eigentlich auch, man kann schon sagen, diese Klinik ist ein Familienbetrieb. Ihr Vater hat das aufgebaut. So ist das. Vorher war es mal eine Praxis, ursprünglich nur, seit über 20 Jahren jetzt die NC-Klinik am Forum hier in Ludwigsburg. Sie hat seit vielen Jahren eben Bestand.
Familienunternehmen, weil auch der Bruder als Wirtschaftswissenschaftler das Ganze, die Geschäftsführung, das Management hier übernommen hat. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren als Facharzt für Neurochirurgie und inzwischen als ärztlicher Leiter dabei. Und der Vater ist hier auch aktiv, ja. Eine ganz tolle Klinik. Ich bin den ganzen Tag heute zu Gast, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Gleich gegen 11:45 werde ich auch mit Patienten sprechen, weil man muss nicht immer sofort auf den OP-Tisch, man muss nicht in Vollnarkose sofort operiert werden. Hier gibt es Methoden, die zum Beispiel mit einem Laser sehr schonende Verfahren anbietet. Und wenn Sie weitere Informationen haben wollen, www.klinikamforum.de, finden Sie alles über die Klinik hier in Ludwigsburg. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, bleiben Sie gesund bis heute Mittag. Ihr Björn Kasper. Zurück zu dir, Dirk. Björn, herzlichen Dank. Mit der Expertise bist du unterwegs. Danke für alle Informationen rund um das große Thema Gesundheit, was unsere Gäste natürlich auch immer sehr interessiert. Deswegen ist es sicherlich toll, das hier zu erleben. Wenn du auf Visite bist, wir werden heute noch mal zu dir schalten. Liebe Grüße hier aus München und damit rein in das nächste Urlaubsvergnügen. Und das haben wir natürlich perfekt vorbereitet mit einer riesigen Kreuzfahrt. Was sie jetzt erwartet, ist wirklich sehr, sehr groß. Aber auch hier ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, zum kleinsten Preis